Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Zero Mission. Moment, jetzt drücke ich die ganze Zeit falsch. Habe ich jetzt. Ne, die Datei habe ich zum Glück nicht gelöscht. Das wäre auch ziemlich hart gewesen. Das letzte Mal waren wir auf dem Weg zu Ridley. Ne, Ridley doch. Ridley. Und die sind eigentlich schon ziemlich nah dran. Normal sollten wir ihn diese Folge sogar erwischen. Viel müssen wir nicht machen, hier gibt es wahrscheinlich ein Geheimnis, das wir erst dann erreichen können, wenn wir von oben kommen. Ja. Zack. Wir gehen jetzt einfach mal jede Tür rein. Obwohl wir eigentlich... Achso, doch, das sind wir sogar richtig. Dann schauen wir einfach mal, ob es da oben noch was gibt. Ah, okay, da kommen wir erst hin, wenn wir wieder etwas bekommen. Und da würden wir... Da würden wir wahrscheinlich hinkommen. Moment, genau, da gibt es ja die Super Missiles. Hätte ich damit vielleicht das Ganze öffnen können. So, da wollen wir jetzt erstmal nicht runterfallen. Da gibt es bestimmt aber auch ein Geheimnis, das wir jetzt erstmal nicht entdeckt haben. So, sehr leicht erreichbare Missiles auf jeden Fall mal. Und weiter geht's. Oh Gott. Da ist ein Speicherpunkt. Den könnten wir jetzt benutzen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier erstmal alles töten. Wenn wir weiter weggehen, haben wir vielleicht eine größere Treffer. Reichweite. Ne, okay. Hier ist nichts. Oder gibt es ein Item? Irgendwo gibt es hier. Irgendwo gibt es hier ein Item. Und zwar soll das genau dort sein, wo ich stehe. Aber ich finde es gerade nicht. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren. Aber dann möchte ich doch mal direkt was ausprobieren. Was passiert, wenn wir hier runterfallen? Das sieht mir nach einem Geheimnis aus. Machen wir das gerade nochmal. Wir konnten uns das seitlich festhalten. So, jetzt. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach drüber, doch. Okay. Oh, das tut uns aber weh. Oh, hier kommen wir bestimmt durch, oder? Ne. Hier, irgendwas. Auch nichts. Okay. Können wir hier noch mal runterfallen? Hier kommen wir auf jeden Fall wieder raus. Ah.
Schau mal. Da hätten wir auf jeden Fall ein Geheimnis gefunden. Aber nicht das, was ich wollte. Geht's hier noch weiter? Nee. Okay. Das ist aber. Diesmal ist das echte Lava. Okay. Zack. Dann gehen wir mal weiter. Und wir könnten uns hier mal unsere Leben wieder auffüllen. Oder auch nicht. Wir können hier unsere Leben auffüllen. Ah, hier oben ist was. Wie ging's? So. Was hätten wir hier? Ah, ein Super Missile Container. Dabei wollte ich das Geheimnis gar nicht entdecken. Das war reiner Zufall. Aber Moment, ich habe eine Idee. Die sich wohl nicht so ganz einfach ausführen lässt. Ja gut, speichern wir mal. Und gehen weiter. Wir können Ridley immer noch besiegen und dann die Geheimnisse holen. Okay. Wie geht's durch? So, wir wissen alle, für was die Dinger gedacht sind. Und zwar um sein Leben vor dem Bosskampf nochmal aufzufüllen. Das nutzen wir natürlich direkt aus. Unsere Missiles sind voll, also. Ah ne, sind noch nicht mal voll. Aber die können wir so schon mal auswählen. So. Oh, es gab sogar direkt zwei Super Missiles. Kann es sein, dass wir gar nicht mehr rauskommen? Ja. Komm noch einmal leben. Okay, passt. Jetzt gehen wir rein. Schauen wir mal, was passiert. Okay, anscheinend nichts. Okay. Dann müssen wir ihn beim Rausgehen bekämpfen. Gehe ich mal davon aus. Das würde ja sonst keinen Sinn machen. Ja, jetzt. Okay, das war ein komischer Kampf. Das ist sowas auf jeden Fall nicht gedacht. Aber das beweist mir schon mal, dass wir unsere Energie nicht auffüllen müssen. Da hätten wir dafür unsere Zeit nicht verschwenden brauchen. Ups, die wollte ich nicht benutzen, die will ich benutzen. Komm, mach auf. Ging das viel schneller?
Jetzt aber. Ja, mit Anzug inkompatibel, angeblich. Dabei. Warte, gehen wir erst die Energie einsammeln. So. Dann braucht es auch, denke ich, nicht so lang, bis alles aufgefüllt ist. Obwohl das, denke ich, kaum einen Unterschied macht, wenn es überhaupt einen Unterschied macht. So. Können wir direkt die Missiles auspacken. Schießen wir den so gut ab, wie es geht. Einfach mit Missiles zu sprayen. Der war ziemlich einfach. Der war Crate schwerer. Auf jeden Fall. Diesmal hat er uns noch nicht mal die Hälfte abgezogen gehabt. So, ich brauche mal schon mal nicht mehr. Aber vielleicht doch. War das der Weg, wie man zurückkommt? So, jetzt hätten wir auf jeden Fall Ridley besiegt. So, jetzt wollten wir noch uns diese Geheimnisse schnappen, die hier versteckt sind. Da kommen wir so auf jeden Fall nicht hoch. Oh. Hat man ein kleines Geheimnis entdeckt. Ich meine, das ist jetzt nicht weltbewegend. Ah, Moment. Vielleicht ist es das doch. Vielleicht ist es das doch. So. Nehmen wir mal Anlauf. Jetzt von hier. Das bringt uns auch nichts. Ich laufe einfach mal durch. Ich habe absolut keine Idee. Ah, okay. Hab's schon entdeckt. Dann können wir das Ganze hier auch umgehen. So. Was uns das natürlich um einiges einfacher macht. Könnt jetzt erstmal da oben lang. Bringt uns das was? Wahrscheinlich schon. Okay. Vielleicht hätten wir da auch doch erstmal nicht lang sollen. Weil jetzt kommen wir in diesen. Aber da habe ich schon eine Vorstellung, wie es geht. Und noch ein Missile Container. So. So.
Da unten gab es auch was. Das war hier, oder? Ran. So, das ist super schön, aber jetzt will ich es doch erstmal da unten wieder das ganze Zeug einsammeln. Ich glaube, als Mothball kommen wir da besser durch. Oder auch nicht. Zack. So, wo wollen wir hin? Darunter ist ganz gut schon mal. So. Die sollen wir mal Platz machen. Gab es wahrscheinlich auch irgendein Geheimnis, das ich jetzt verpasst habe. So, da hätten wir es wieder geschafft bis hierhin. Da wo wir auch das letzte Mal quasi stehen geblieben sind. Da oben ging es zurück. Platz. Können wir gerade die Lebenspunkte mitholen, falls wieder was passiert. Weil es eigentlich immer etwas passiert. So. Das war jetzt nicht ganz so gut. Die müssen wir weiter unten erwischen. Am besten hier. So. Ah. Scheiße. Oh, das Arbeiten haben wir. Achso, stimmt ja. Ich erinnere mich ja. Ich denke. Versuchen noch in die zwei Räume reinzukommen. Da hätten wir auch schon unsere Zeit aufgefüllt. Da jetzt hier durch. Hier einmal durchrennen. Jetzt irgendwie. So.
Scheiße. Na, ich freue mich auf jeden Fall über die Lebenspunkte. Ich glaube, die können wir doch gebrauchen. Aber bevor wir jetzt hier wieder uns den Stress machen, holen wir doch die Abkürzung. Dann dauert das Ganze auch nicht so lang. Zack. Und ein weiteres Mal hier durch. Diesmal hätten wir es auch geschafft, durchzukommen. Und wir haben es direkt in die nächste Tür geschafft. Jetzt hoffe ich nur, dass es hier auch überhaupt was gibt. Okay, Missile Container. Super Missile Container. Dann bin ich auch froh, dass wir es gemacht haben, hier hinzugehen. So. Die gehen wir aber auf die Eier. Jetzt können wir auch seelenruhig hier runterfallen. Jetzt können wir auch, glaube ich, hier runter. Ah ne, hier können wir gar nicht durch. Wir müssen einmal in die Stadt. Dann können wir hochgehen. Ich bin auch nicht mal sicher, ob ich nicht hier auch etwas verpasst hatte. Aber scheint nicht so. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht bekommen hatten, war dieses Rätsel hier. Und ich bin mir auch schon ziemlich sicher, wie ich das lösen kann. Indem wir einfach einmal rausgehen, wieder rein, dann spawnen die. Die Gegner spawnen dann wieder. Dafür müssen wir nur den Sprung hier schaffen. So. Und jetzt einer, von denen hierher kommt. Und nicht unbedingt gerade ganz oben. Okay. Wird doch nicht ganz so einfach, wie ich mir gedacht habe. Ich habe nur noch einen Versuch. Ah, dann haben wir es halt verkackt. Kann ich auch nichts dran ändern. So, dann gehen wir halt wieder hoch. Wir speichern aber jetzt hier.
Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.